Hi Leute und willkommen zurück zu Fire Emblem's Three Houses. Wir möchten in diesem Part Raphael und Ignaz helfen. Im letzten haben wir nämlich den, was war denn das? Den König der fliegenden Viecher besiegt. Ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall hat er ein bisschen durchgedreht, hat ein paar Gegner sogar rausgenommen. Schade eigentlich, die Erfahrung hätte ich gern gehabt. Aber naja, wir wollen jetzt das hier machen. Ignaz und Raphael entstammen beide Händlerfamilien. Als sie von Monsterangriffen auf Händler im Allianzgebiet hören, brechen sie auf, um dem ein Ende zu setzen. Dann, go! Sichtung seltener Monster, das haben wir schon gemacht. Die Göttin wohnt. Na, ob wir das rausfinden? So, basically we just gotta defeat their leader, right? Then why don't we approach from... that won't work at all. Horses won't fit through there. I can't figure this out. I give up. Versuch ganz in Ruhe darüber nachzudenken. Sollen wir alles noch einmal durchgehen? But enemies never move how you want them to in a real battle, do they? I reckon I learn better on the battlefield. Professor, I need to speak with you. Ignaz, you all right? I received a letter from my brother back home. There's some disturbing news. Worum geht's denn? Monsters have been attacking merchants within the Alliance territories. That happens all the time. I mean, that's how my parents died, so... Raphael. I didn't mean to bring up such a sensitive topic in your presence. Hey, don't worry about that. Come on, let's hear the rest of it. Very well. These attacks seem to be focused on specific merchants. Auf welche? Those who are traveling from the territory of House Gloucester to the Regan Dukedom. Merchants traveling in the opposite direction, from Regan to Gloucester, don't suffer nearly as many attacks. Okay. That doesn't make any sense. Someone's got to deal with those monsters, though. Agreed. At this rate, my father and brother can't conduct business without risking their lives. Professor, could you assist me? I need your help exterminating these creatures. Now you're talking. I'm going too. I'm not learning anything in a classroom. You're gonna go, right, Professor? Don't you want to help these folks? Natürlich. Yeah, I knew you couldn't resist. Thank you so much, Professor. And Raphael, I can't begin to express my gratitude. So. Es ist halt blöd, dass wir bräuchten 3 Marken für die Kämpfe, damit wir wirklich mal was abbauen können. Wir kriegen gefühlt jede Woche eine dazu. Dieses Mal sogar 2, weil diese speziellen Dinger auch noch dabei sind. So kriegen wir die alten Quests nie abgebaut. Weil ich die schon gerne alle mal weg hätte. So, was haben wir denn? Okay, wir haben alle. Karte. Okay. Aha, kann man das hier irgendwie öffnen? So, dass die auch hier runtergehen? Oh, hier ist Monster. Riesenwolf. Warum steht da unten dunkler Stein? So, weil sie einen dunklen Stein bekommen haben. Deswegen sind die so, wie sie sind. So, was haben wir denn? Aha, hier oben sind noch ein paar Trupps. Aha, kommen sie von beiden Seiten. So sieht es also aus. Dann mache ich natürlich erstmal euch da kaputt, bevor ich hier rüberlaufe. Schöne kleine Festung habt ihr da. Und euch? Puh, warte mal. Beides? Ne, gar nicht. Guck auf beides. Beides ist hier. Glaube ich zumindest, ja. Da. Bist immer noch zu stark. So, du gehörst eigentlich dem Haus an. Bist Bogenschützer, ja gut, das wussten wir ungefähr. Jetzt. Na gut, dann müssen wir euch auf jeden Fall kaputt machen. Ups.
Irgendwas anderes mitnehmen? Flame, Manuela, Shamir? Nee. Uwe bleibt da, wo er ist. Soweit okay. Ignaz, na gut, bis Level 19. Nur 17? Oh Mann. Warum muss ich euch mitnehmen? Nochmal. Ja, Ignaz fehlt in unserer Klasse mittlerweile, ne? Unterstützung. Nichts. Na toll. Marktplatz zurück, System, speichern. Können wir mal kurz die Items durchgehen? Fasthandschuhe, das kann zum Beispiel weg. Das kann weg. Stahllanze geht bei kaputt. Warum habe ich hier ein Stahlschild, wenn ich das Ding trage? Naja, egal. Eisenschild, Goldbeutel, der kann weg. Rostbogen kann weg. Und die Rostaxt auch. Du hast nicht mal Heiltränke. Warum hast du keine Heiltränke? Hä? Wieso darf sie... Hä? Kann sie keine nehmen oder was? Heilmittel. Egal, sie kann auf jeden Fall doch welche nehmen. Auch wenn sie nicht dabei ist, sollten wir sie nicht gleich fertig ohne rumlaufen lassen, falls wir sie doch mal mitnehmen und dann stehen wir doch da. So, starten wir mal. Yep. Technischer Kommandant wird besiegt. Weiß Edelgard, Raphael oder Ignaz? Monsters! Be gone! Look, the monsters are attacking those merchants again. Looks like there's some humans mixed in there. Maybe they're controlling the monsters. They are. Do you think we just have to take out the leader? Okay. Let's get started. Before it's too... Okay, ich denke, die... Was zum... The merchants could probably escape. But we gotta get rid of those enemies who are blocking the path. Look, a drawbridge. We can use that to cross, but we'll need to lower it first. Rette die Händler und bringe sie vom Schlachtfeld runter. Du kannst Belohnung erhalten, je nachdem, wie vielen du die Zuflucht willst. So, und was ist er jetzt hier? Soldat der Allianz. Der gehört uns, oder wie? Nee, die greift mich an. Hä? Okay. Das verwirrt mich. Also der hier wird wahrscheinlich hier rüberlaufen und euch töten wollen. Und euch muss ich hier platt machen. Am besten so schnell wie möglich. Ferdinand von Eyre. Dann mach ich mal platt. Lächerlich. Bam. Only a fool challenges me. Nee, bleibst da. Yep, nehmen wir gleich mit. Put me in there. Oh, das reicht nicht. Ernsthaft. Stay focused. Na gut, dann musst du es doch wieder übernehmen. Each battle a chance to grow. So. Ready anytime. Angriff. Oh, schön. Wir kriegen 11 Schaden. Ist aber okay. Scheint gar nicht so schlecht zu sein, das Bogenschütze. Oh, sogar aus Höchen. Das ist natürlich noch besser. Yep, das hast du. So, und hier muss ich raufstehen, damit ich die Zugbrücke runterlassen kann. Oder wie sieht das aus? Du hast beides an, ernsthaft? Das ist ja größenwahnsinnig. So. I'm on it. Bogenschütze. Ah ja. So, dann ist der schon mal weg. Be gone. Aha. Treffer. Ist okay.
Oh, shit, warte mal, das Monster kommt. Da auch? Was ist mit ihm? So. I will get the victory. Kann das Monster anlocken, so, ja. Will ich das? Warum eigentlich nicht? So. Oh no. Nein? Nein? Lass mal dahin. I will prevail. Ich battle. Also erstmal dahin. I got this. Ja, mit dir kann ich eigentlich gar nicht so fernfahren. So. Null Schaden. Ja, das ist ja super. Ach, ich mag ihre Axt, die sieht echt nice aus. So, und du willst sterben. Okay, nur ein Schlag. Ist perfekt. Should I have held back? Na schade, hätte er direkt machen können. Boah, habt ihr das gesehen, wie das Pferd auf ihn raufgesprungen ist? Alter Schwede. Das macht ihn definitiv platt. Autsch. Okay. Wo auch immer ihr hin wollt. Verbündetenphase. So. Dann. Was muss ich hier machen? Muss ich dahin? Stell dich erstmal darauf. Warten. Okay, so ein Heilfeld. Kann ich jetzt mit dir das Tor hier öffnen? Brücke senken. Sehr gut. Dann können die gleich entkommen. Der hier bis dahin vorrückt, dann gehen die hier rüber, hoffe ich zumindest. Dann können wir das Viech abfangen. So. Du sammelst Energie, um hier alles Platz zu machen um dich herum. Nice. Dann gehen wir auch mal dahin. Witness Bridget Pride. Triffst du sie? Ich weiß es nicht. Aber kann ich mal aufhalten dabei? Ah, das ist ein Magier. 14 Angriff, das ist nicht viel. 14 Resistenz, ja, locker. Dann. Shuttle Game. Das machst du nämlich nicht. So. Von wegen. So, was hast du denn noch hier? Angriff? Nee, geh mal auf Strategien. Sehe ich denn? Nee, ich sehe nicht. Ja, ich müsste vorher nachgucken, ist egal. Hier machen wir einfach Brand. Ja, warum nicht? Oh. So, damit wäre das schon mal einmal gebrochen. Voll in Schwarz erlernt. Ja, nehme ich. Boom. Ah, Tiegelstahl war eins. Yep, du machst aber erstmal eine Runde lang nichts. Das heißt für uns, wir können dich mal da einstellen. Oh.
Boom. Schade, ihre Fähigkeit kann ruhig triggern. So, das Bataillon nochmal verstärkt. Schön. So, Linhard, was mit dir? Nee. Du wartest. Und du auch. Der kann eh nicht viel machen. Ihr greift zwar an, aber hey. Nicht so wichtig. Du gehst mal dahin. Ah! Das Feuer macht sogar immer noch Schaden. Cool, die Sache. Hätte ihr keinen Schaden gemacht, von daher. Oh shit. Alter, was ist mit dem? Jetzt kann er sich ein bisschen verteidigen. Könnt ihr euch bitte zurückziehen? Ernsthaft? Was nennt ihr zurückziehen? Wow. Das ist doch ein Witz, was ihr da jetzt gemacht habt. Was mit dir? Oh, sie kann... Wow. Einfach nur wow. So, Angriff. Kampftechnik. Angriff. Stahllanze. Das Problem ist das Monster, ne? Warte mal, wenn ich das Monster aufhalte. Aber mein Hauptproblem ist halt, dass der hier gleich drauf gehen wird. Das ist echt ein großer Nachteil. So, was mit dir? Dahin. Ne, ich stell meinen davor. Dann wird der eine wenigstens nicht mal angegriffen. So. Stahllanze. Töte ihn. Zack. Das war der. Nein, du bleibst da stehen. Ah, dich kann ich leider nicht so schnell aufhalten, wie ich gerne hätte. So, was mit dir? Du kommst da nicht ran, das ist gut. Hau ihn um. Now you know your limit. So. Yep. Boom. Ah, schade. Oh, stylisch. So. Zack, einer weniger. Nein, du darfst nicht gehen. Hey, Linhard, du holst die Erfahrung. Und du holst das Item. So. Ach du Schande. Nee, das stirbt uns weg. Schade. Ernst? Für 3 Schaden macht ihr so ein gewagtes Manöver? Oh, schön. Ja, greif nach. Das blöde Monster bloß nicht mehr, ja, den einen da angreifen. Hätte nicht ein bisschen langsamer sein können?
Oh, er greift sogar den an. Sehr cool. Das hilft uns natürlich. Ja, rennt ihr mal wieder weg. Vielen Dank. So, dann sind die ja schon mal so gut wie sicher. So. Was kann ich euch denn jetzt mal Schönes hier antun? Du solltest... Ja, du machst den hier platt und stellst den davor. Dann sind die sicher. Ja. Angriff. Töten. Only a fool challenges me. Dahin. Warten. Du. Dahin. Nein. Du hast bestimmt auch noch eine Strategie, ne? Yep. Now's our chance. Ja. Okay. So. Du gehst dahin. Und machst auch nochmal ein Strategie drauf. Yo, Alter, nee. Das ist zu krass. 42, 35. Ja, alles nice. Okay, übertreiben. Musst du ja unbedingt Monster töten, wa? Okay. Und dich möchte ich nicht verlieren, deswegen bleibst du einfach mal da, würde ich sagen. Du greifst beides an? Oh Mann, bist du doof. Gut, du gehst mal dahin. 2x16, das passt doch ganz gut. Na toll, er trifft mit 36. So. Den haben wir unten. Noch ein Axtkämpfer. Den nutzt du dir mal. Kannst du beides dann laufen. So, du machst nochmal Heilung. Ich hoffe, dass ich dabei nicht selbst auch noch ein bisschen mitheilt. Weil schon Heilung wirken kann. Magier. Na gut. Du bleibst da, passt. So, was macht unser Feind? Ein Schaden, wow. Und sogar noch daneben. Was für eine verschwendete Runde. So, war das alles? Nee. Ein Stupser und das war's. Just give up. Zyklon. Wow. Ah, da sollen die drauf hinkommen. Zwei sind entkommen. Ja, von fünf haben wir alle gerettet. Weil die kommen da bestimmt nicht mehr durch hier. Sehr cool. Haben auch das geschafft. Zu 100%. So. 2x17. Ja, warum nicht? Er wird uns wahrscheinlich auch treffen. Ja, aber klar. Dafür geht er über den Deister. So, du. Machst den mal zu Brei.
No obstacle will stand. Und du das auch nochmal. Oh. Ist kaputt. Reicht trotzdem. Bei mir treffen. Na toll. 72% und instant treffen wir nicht mehr. Was ist denn das für ein Scheiß? Ah, kaputte Waffen. Oh ja, gut. Zack. Zwei 19, 18, passt. Greift der Lindert mit Magie an. Was für ein Trottel. Hat er keine Waffe gehabt? Zwischen der er wechseln kann? Nö, er hat nur Feuer. Schon ein bisschen lame, Junge. Ja, mach halt. So. Hier werden wir mal. Hä? Ach, die dürfen sich alle nicht bewegen. Ah. Na denn. Ja. Oh shit, das ist die falsche Waffe, die wollte ich nicht. Sorry. Das war so nicht geplant. Wann habe ich denn auf die Waffe gewechselt? I'm surprised. So, du bist weg. Ah, ich wollte Kaspar den Monster plätten lassen, aber ich habe irgendwie nicht richtig auf die Waffe geachtet. So. Dann beenden wir den Part. Ich denke mal, sonst kommt noch ein bisschen Cutscene und sowas, bevor wir das nächste Mal wieder starten und so. Lassen wir das so, ja, die sind entkommen. Wir haben relativ gut alles überstanden. Hier machen wir sowas. Und, ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.